Mein Name ist Christina Schneider, ich bin deutsche Weinprinzessin und komme aus Franken. Bin aber heute hier in Bielefeld und freue mich ganz besonders, dass ich den Bielefelder Weinmarkt gerade eröffnen durfte. Denn es ist immer was ganz Besonderes, wenn Städte, die außerhalb der deutschen Weinanbaugebiete liegen, ein Weinfest haben und somit auch die Weinkultur und die Lebensart, die wir in den Weinanbaugebieten haben, mit sich bringen. Ich habe eigentlich keinen Lieblingswein. Ich mag sehr gerne aromatische Rebsorten, wie zum Beispiel Scheurebe, Sauvignon Blanc oder Gewürztraminer. Vor allem, wenn die trocken ausgebaut sind. Aber Riesling finde ich auch ganz klasse. Oder Burgunder. Also es kommt immer auf die Situation an. Es kommt immer darauf an, mit wem man unterwegs ist und wo man gerade ist. Ich komme aus Rheinhessen, von unserem Weingut und Gästehaus in Flombern. Das ist der südliche Teil von Rheinhessen. Und wir sind jetzt hier zum vierten Mal auf diesem Weinmarkt vertreten, haben dieses Jahr was Neues mitgebracht, und zwar unsere beiden Cuvée-Weine, mit denen wir gerne erinnern wollen an die alte Tradition. Die sind so gemacht, wie man vor 100 Jahren Wein gemacht hat, aber in Bioqualität. Und zwar in veganer Bioqualität, das ist so unsere Spezialität, ohne Eiweiße, ohne Gelatine geklärt. Also wir denken, schon bekömmlich. Im Moment durfte ich gerade zur Eröffnung dem Bürgermeister davon einschenken und er hat gesagt, er kommt nochmal wieder. Zum Wohl!